Unser Spieler-Highlight der Woche ist mit 4 Toren und 4 Assists in den letzten 3 Spieltagen Kevin Clark von den Hamburg Freezers. Am 33. Spieltag gegen Nürnberg bereitet er nicht nur 2 Tore vor, sondern trifft nach einer Durststrecke von 5 Spielen endlich auch wieder selber. Am 34. Spieltag gegen Düsseldorf ist er der Man of the Day mit 2 Toren und 2 Assists beim 6:2 Sieg gegen die DEG. 2 Tage später kann er die Niederlage gegen Mannheim zwar nicht verhindern, mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 5 Minuten vor Schluss bringt er seine Freezers aber noch einmal zurück ins Spiel. Kevin Clark, unser Spieler-Highlight. Und der erzielt das 2:2. Alles wieder offen am Pulverturm. Vor über 4000 Zuschauern. Bringt den alten Abstand wieder her. Schon seit 5 Spielen hat Kevin Clark kein Tor mehr gemacht. Und nun so ein schönes Saisontor Nummer 22 für den Kanadier zum 4:1. Das war natürlich die Entscheidung. Hamburg wird der Favoritenrolle gerecht. Schlägt Nürnberg mit 4:1. Und nun die Stimmen. Powerplay-Situation für die Freezers. Flagge aus Spitzenwinkel. 4:1 für Hamburg. Eiskalt. Was Sertic nicht schaffte, erledigte dann in der 36. Minute der DL-Topscorer Kevin Clark mit dem Ausgleich, das 2:2. Clark ja vor der Saison aus Krefeld nach Hamburg gewechselt. Trifft schon zum 20. Mal in dieser Saison. Rein ins letzte Drittel. Wieder der Fehler bei Mannheim im Spielaufbau. Genau wie beim 0:1 profitieren die Freezers. Und dieser Kevin Clark ist ein richtig guter Spieler. Der trifft nicht nur, nein, der legt auch auf. In diesem Fall für Garrett Festerling. Legt sich die Scheibe schön zurecht. Festerling hat alle Zeit und vor allem Platz halten. Aber in dieser Phase extrem schwierig, weil die Freezers viel Selbstbewusstsein mitbrachten in die fremde Halle und auch das nächste Tor nachschoben.
27. Minute 3:1, weil man die Scheibe herschenkt und dann ist Kevin Clark gedankenschnell. Den Hamburgern in der Folge weiter beim Kombinieren zu. Erneut spielt es der Gastgeber richtig fein. Und Clark erhöht auf 4:1. Saisontreffer Nummer 12 im 13. Spiel für Clark. Aber erneut ging das für Hamburg sehr einfach nach 29 Minuten. Hinein in Spielminute Nummer 7. Das ist Jerome Flake gemeinsam mit Kevin Clark. Der überragende Mann vom Sonntag mit 4 Toren. Heute mit dem Assist zum 1:0. Garrett Festerding mit der Führung. Für Festerding ist es das 4. Saisontor. Markus Keller also früh bezwungen. Schönes Auge auch von Clark. Der Gesieger macht es dann wieder heiß für die ehemaligen Kollegen, die dann in der 31. Minute in Überzahl sind und das 3:0 erzielen. Garrett Festerling mit Saisontor Nummer 5. Trifft also heute doppelt. Markus Keller nach 31 Minuten schon dreimal geschlagen. Nicht getroffen und das ist Jerome Flake. Spielt hier Doppelpass und kann dann die Chance verwerten. Flake mit Saisontor Nummer 6. Und dem 5:0 für die Freezers kann hier die Vorarbeit von Kevin